What happened to those guys? There's got to be something wrong somewhere. We did what we had to do. There's got to be something wrong somewhere. And people wanted us to be ashamed of what it made us. They had no idea what it meant for 5, 10 years now. All we want to do is come home. Why? All we want to do is come home. What did we do it for? All we want to do is come home. Was it worth it? This is the story of men who are victims of war. They fought the longest war in American history. They all saw heavy combat in Vietnam. Although they were all decorated for heroism, none of them received a hero's welcome. In der grünen Hölle auf meinem Desktop, beziehungsweise bei der Group Build 2 Hubschrauber-Verlosung. Blenden wir noch mal kurz oben das Video ein und noch mal ein Stückchen zurück. Genau, ihr habt es ja gerade gesehen in der Anmoderation, was da so läuft. Aber damit sich was auf dem Bildschirm tut, lassen wir es mal hier so ein bisschen ablaufen. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Ziehen wir auch noch kurz rein. Leider haben wir schon den Sonntag, 16.17 Uhr. Ich wollte ja gestern die Verlosung machen, aber vor 9 Monaten, wo ich das Group-Bild gestartet hatte, wusste ich noch nicht, was ich in 9 Monaten so zu tun habe. An dem Samstag war ein bisschen chaotisch, ging drunter und drüber. Deswegen erst jetzt die Auslosung. Ich hoffe, steht da drüber und hab nichts dagegen. Wird schon sein. Vielen Dank nochmal an alle Teilnehmer. Achso, da oben schaut hier, 17. Dezember, 20 Uhr. Genau, so war es gedacht. Hat nicht gepasst. Toller Preis, jawohl. Wird jetzt verlost, und zwar die Kandidaten sind jetzt hier. Natürlich war mir auch klar, dass ich so viel Hubschrauber-Freaks nicht finden werden. Hier ist der Preis 2. Eine Sikorsky. Genau, geht auch raus, und ich muss jetzt noch mal kurz da reinquatschen, weil vielleicht
im Video stellen sich Fragen und damit die Fragen nicht erst alle auf mich einplätschern per E-Mail, labe ich noch was dazu. Group-Bild-Pakete, und zwar, ich habe noch 3 Stück über. Einmal Infanterie Miniatur. Kann der erste Preis sich aussuchen, der Gewinner des ersten Preises, wenn er das haben möchte, mich anschreiben, aktuelle Adresse, und dann kriegt er das Paket. Oder ich habe noch ein Paket 2 über, ihr wisst ja selber, ich habe eine Menge Flieger, deswegen gibt es da dieses Paket, Paket Nummer 2, oder da war noch das Paket 3, ein zweites Fliegerpaket. Wer es ein bisschen hier so mit Massmoderner noch am Hut hat, gerne. Das nochmal zu den Paketen ganz kurz. Danach kam ja, genau, ein paar Inbox, ein paar Boxbilder, genau, von den schönen Hubschraubern. Die Kandidaten, die soweit da durchgekommen sind, habe ich da drinnen, plus ein paar Sachen mit Freilos, Niete, EDC. Ich fange mal an, Preis 3, einfach mal so. Wer könnte den mal da zuschlagen? Feuerfrei. Modellbaufreak, wie gesagt, schreib mich an, wenn du das, den Preis 3 bekommen willst, möchtest, haben willst. Schreib mich an, Adresse rein, dann schicke ich dir den Hubschrauber. So, nochmal einfügen. Dieselben Kameraden der Luftpost. Feuerfrei. Preis 2. Geht an Metalstorm. Yeah. Der kriegt nix. Einfügen. Preis 2. Bruder Tack. Bruder Tack, du hast, ich glaube, nur bei der Phase 1 mitgemacht. Ich habe nur Bilder vom Unboxing, wenn ich mich nicht irre. Schreib mich an, wenn das nicht so wäre. Wir finden einen Weg. Einfügen. Leider hat es nicht geklappt. Aber wie gesagt, wenn du mal ein bisschen Zeit aufbringst und beim Gruppbild, ich weiß, wie es ist. Es ist nicht immer die Zeit da. Ne? Hättest du durchgehalten, hättest du das Ding jetzt bekommen, den Sikorsky. Okay, das nächste Mal vielleicht. Ich habe auf jeden Fall vor, mal wieder eine Verlosung zu machen. Wenn ihr alle wollt, ne, macht den Daumen hoch, wenn ich 10 Daumen nach oben habe. Ich habe schon eine Idee, was ich wieder machen könnte, aber auch DLAN hat was gestartet und da möchte ich nicht so reingrätschen, ich möchte euch da nicht überfordern, dass ihr vielleicht bei 2 Gruppbildern mitmacht. Ich selber habe ja mal beim Fliegerabwehrregiment gedient, in der NVA, Nationalen Volksarmee. Ja, das ist halt ein Anti-Aircraft-System, was gelenkt und gesteuert wird durch Funktechnik. Und DLAN macht ja nur ein, nur in Anführungsstrichen, ein Gruppbild über FLACs, die nicht funkmessgesteuert werden. Aber vielleicht schauen wir mal, ob ich dieses Gruppbild auch nächstes Jahr beginne. Bei Zuspruch ja, und battlen muss man ja nicht. Nö, nö, nö. Ich bin immer noch beim Preis 2 bei der Verlosung. Schauen wir mal. Da haben wir noch ein paar Kandidaten. Jetzt hätten wir ein Freilos. Alles klar, das geht natürlich auch nicht. Steuerung V. Jetzt geht das auch nicht mehr, oder wie? Einfügen. Ja, ja, Technik, die begeistert. Preis 2. Machen wir es nochmal ein bisschen spannend. Feuerfrei. Sonderlos. War auch nichts. Und dann machen wir nochmal Preis 2, Modellbau, Modell Hangar 72. Ja, du kriegst den Preis 2, wenn du den haben möchtest, den Sikorsky Hubschrauber. Ich habe mir deine Videos angeschaut, feine Sache. Ja, schreib mich an und dann gehen die Dinger nach, wenn ich mich nicht irre, Österreich. Ja? Kein Problem, kriegen wir hin, vielleicht packe ich noch was dazu, schauen wir mal. So, einfügen. Preis 1, die 3 Pakete. Voll frei. Schon wieder Bruder Tack. Meine FF. Hättest du mal mitgemacht. Und jetzt ist es Modellbaugoli. Ja, herzlichen Glückwunsch. Preis 1.
Schreib mich an. Hast du nicht vor kurzem was bei mir gewonnen? Muss mal schauen, ja. Auf jeden Fall, Modell Bergoli, schreib mich nochmal an, ob du den Preis haben möchtest, beziehungsweise was du haben möchtest. Und dann gehen die Sachen raus zu dir, genau. Schade an alle, oder sorry, wenn es mal nicht geklappt hat, aber ich mache wieder ein neues Crew-Bild, denke ich mal. Gibt mir noch ein bisschen Zeit, ein paar Tage, aber ich denke, da kriege ich was hin, nicht wahr? Das soll es gewesen sein fürs Erste. Wünsche euch einen schönen Abend noch, ein schönes Restwochenende. Und vielleicht sieht man sich mal wieder auf meinem Kanal. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Und natürlich wird noch eine Bilder-Show folgen. Aber da brauche ich noch ein bisschen. Ich denke, ich mache das im Laufe der Woche. Jetzt genieße ich auch noch den Sonntag, weil am Montag wird es wieder stressig. In dem Sinne, macht's gut. Haltet die Ohren steif, schaut mal wieder vorbei. Macht Werbung für den Kanal, macht Klicks und wenn ihr Bock habt auf ein neues Groupbild für Flar-Raketen, also sprich Handicraft, dann schreibt's rein. Vielleicht starte ich auch noch bei den Modellbauern bei Google eine Umfrage. Ja, in dem Sinne, es gibt viel zu tun. Lassen wir es nicht sein. Schönes Rest ihr euch allen und macht's gut. Bis demnächst, euer Metalstormix, der Modellbahnhof. And then we came back and we were different and everybody wants to know, God, what happened to those guys over there? There's got to be something wrong somewhere. We did what we had to do. There's got to be something wrong somewhere. And people wanted us to be ashamed of what it made us. They had no idea what it meant for 5, 10 years now. All we want to do is come home. Why? All we want to do is come home. What did we do it for? All we want to do is come home. Was it worth it? Down here, we're not going to lie, what's a stupid fuck off. Pop your smoke, don't hear the radio, the second switch coming down.